Das Auswandern nach Neuseeland stellt eine gute Alternative zum Auswandern in die USA, nach Kanada oder nach Australien dar, da das Auswandern nach Neuseeland ganz eigene Vorteile mit sich bringt. Das Land, welches auch als Australiens Australien bezeichnet wird, besteht aus zwei Hauptinseln und über 700 weiteren kleinen Inseln, die sich allesamt im Südpazifik befinden. Neuseeland ist, genau wie Australien, ein klassisches Einwanderungsland, was erklärt, weshalb über 67% der neuseeländischen Bevölkerung europäische Wurzeln haben. Binnen den letzten 10 Jahren wanderten 12.135 Deutsche in die Inseln aus, was im Vergleich zu anderen Nationen immer noch wenig ist. Die meisten Einwohner Neuseelands kommen ursprünglich aus dem Vereinigten Königreich, aber auch die Deutschen, Italiener, Polen und Niederländer bilden einen soliden Bestandteil der Bevölkerung. Etwa 14% der Neuseeländer sind polynesisch stämmig, was der neuseeländischen indigenen Bevölkerung entspricht. Doch was sind die Vorteile einer Auswanderung nach Neuseeland? Ebenfalls berichte ich gleich von einem Auswanderer, der seine Erfahrungen in Neuseeland mitteilt. Seit 2016 ist die Zahl der Auswanderer aus Deutschland astronomisch gestiegen, weshalb dieses Video zur Auswanderungsserie gehört, in welcher ich auf das Auswandern in die USA, nach Australien, nach Kanada, nach Südamerika, das Auswandern in die Schweiz, nach Russland, in die Türkei, das Auswandern nach Österreich, nach Norwegen, nach Großbritannien, nach Neuseeland, in die Niederlande und das Auswandern nach Spanien eingehe. Zu jedem dieser Gebiete habe ich ein einzelnes Video erstellt. In der Beschreibung ist die dazugehörige Wiedergabeliste verlinkt. Wenn du noch eine weitere Nation sehen möchtest, dann hinterlasse gerne einen Kommentar. Doch zurück zu Neuseeland. Was sind die Vorteile einer Auswanderung nach Neuseeland und welche Punkte gilt es zu beachten? Im Jahre 2018 sind offiziell 1296 Deutsche nach Neuseeland ausgewandert. Damit liegt Neuseeland auf dem 20. Platz hinter Dänemark und vor Ungarn. Die Vorteile einer Auswanderung nach Neuseeland liegen auf der Hand. Eine hohe Lebensqualität und Sicherheit, gefolgt von guten Anstellungsmöglichkeiten und einer einzigartigen Natur. In Neuseeland herrscht mildes Klima, die Sommer sind nicht zu heiß und die Winter nicht zu kalt. Da sich Neuseeland auf der Südhalbkugel befindet, sind im Januar und Februar die wärmsten Temperaturen zu erwarten, während der Juli der kälteste Monat darstellt. In Neuseeland leben knapp 5 Millionen Einwohner, von welchen 1,3 Millionen in Neuseelands größter Stadt Auckland leben. Doch die Hauptstadt ist die knapp 400.000 Einwohnerstadt Wellington, die sich zwischen der nördlichen und der südlichen Insel befindet. Neuseelands Geografie ist wahrhaftig einzigartig, denn aufgrund der unterschiedlichen Klimazonen kann man in Neuseeland einen Badeurlaub am Strand genießen, im Mittelland Golf spielen und im Gebirge Skifahren mit Aussicht auf das Meer. Wie bereits erwähnt, befindet sich Neuseeland isoliert im südwestlichen Pazifik. Diese Isolation bringt Vor- und Nachteile mit sich, die im Falle einer Auswanderung in Betracht gezogen werden sollten. Auf der einen Seite ist man durch die Isolation geschützt vor kriegerischen Auseinandersetzungen, insbesondere eines Atomkrieges, dessen Auswirkungen in Neuseeland vermutlich am wenigsten zu spüren wären. Auf der anderen Seite ist das Besuchen von Verwandten in Deutschland, der Schweiz oder Österreich sehr schwer. Ein Flug ist meist nur mit einem Zwischenstopp möglich und die Zeitverschiebung ist ebenfalls signifikant. Doch was meint Andreas Welte, ein ehemaliger Arbeiter eines deutschen Ministeriums, zum Auswandern nach Neuseeland? In einem Spiegelbericht rapportiert er Folgendes. In Neuseeland geht das Leben etwas ruhiger zu als in Deutschland. Die Menschen machen sich nicht so viel Stress, vor allem sind sie sehr vertrauenswürdig. Als ich einmal per Anhalter unterwegs war, fragte mich der Fahrer, ob ich 3 Tage auf sein Haus aufpassen könnte. Dabei hatten wir uns gerade erst eine Stunde unterhalten. Doch er meinte das ernst. Als wir bei seinem Haus waren, drückte er mir die Schlüssel in die Hand. Und zu seinem Einwanderungsprozess berichtet Andreas Folgendes. Nach einigen Gesprächen mit den Behördenmitarbeitern, in denen sie mein Englisch testeten und mich fragten, ob ich mein Leben wirklich in Neuseeland verbringen will, erhielt ich schließlich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung. Einen kleinen Stempel im Pass, der mich überglücklich machte. Ich blieb noch 3 weitere Monate auf der Farm, zog dann aber weiter, weil ich noch einen anderen Traum hatte. Ich wollte mein eigenes Stück Land kaufen, um darauf eine Farm zu errichten. Und folgenden Hinweis gibt er noch mit. Menschen, die heute nach Neuseeland auswandern wollen, sollten sich das Land erst einmal einige Monate lang anschauen. Können Sie sich dann immer noch vorstellen, hierher zu ziehen, sollten Sie sich gut vorbereiten. Sie müssen die Behördenmitarbeiter davon überzeugen, dass Sie hier gebraucht werden,
sie die Besten in ihrem Beruf sind und auf eigenen Beinen stehen können. Niemand will jemanden aufnehmen, der in 2 Jahren auf Sozialhilfe angewiesen ist. Wie sieht aber das konkrete Vorgehen einer Auswanderung nach Neuseeland aus? Wer sich weniger als 3 Monate in Neuseeland aufhalten möchte, benötigt als EU-Bürger sowie als Bürger der Schweiz lediglich einen gültigen Reisepass. Es gibt viele Visa, die für einen temporären Aufenthalt passend sind. Der Reisepass muss dafür zum Zeitpunkt der Einreise nach Neuseeland noch mindestens 15 Monate gültig sein. Zusätzlich muss ein Finanznachweis zur Lebenshaltungsdeckung in Höhe von 4.200 neuseeländischen Dollar, also etwa 2.400 Euro, vorgelegt werden. Ein Rückflug muss bereits gebucht sein. Wer aber eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis erhalten möchte, benötigt neben guten Englischkenntnissen auch eine gesuchte Qualifikation. 18- bis 30-jährige deutsche Staatsbürger können mit dem Working Holiday Permit, welches man online beantragen kann, einreisen. In diesem Fall darf man 12 Monate in Neuseeland arbeiten. Falls du nach Neuseeland auswandern möchtest oder sogar schon ausgewandert bist, dann freue ich mich explizit auf deine Erfahrungen zu diesem Thema. Schreibe doch gerne einen Kommentar unter das Video. Ich hoffe, dass ich in diesem Video einige interessante Denkanstöße zum Auswandern nach Neuseeland geben konnte. In der verlinkten Wiedergabeliste sind Videos zum Auswandern in andere Länder aufzufinden. Und vergiss nicht, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren, um jede Woche Videos zu interessanten und informativen Themen zu erhalten.